Züe Paragraph Kommes werden in Emtranels L zum T geit sei uns Kommasle in der herzhaften Variant mit viel frisem Knoblauch auf den Tisch Paragraph E Paragraph I pst mit der Paragraph Isse des Apfels und den Paragraph Ewerts der Kagran einen Kontrapunkt dazu die Solarmilch mit dem Apfelessig verrühren und ca. 5 stehen lassen, so dass sie gerinnt. Mehl, Natron, Eiersatzpulver, Klammer auf oder Sojamehl, Klammer zu, und Salz mischen. Das Öl und die geronnene Sojamilch hinzufügen. Die Knoblauchzehen schälen und dazu pressen. Alles mit den Knethaken des Handrührgeräts bei niedrigster Stufe vermengen, dann bei mittlerer oder hoher Stufe in eine bis zu einem glatten, leicht klebrigen Teig verkneten. Den Teig ca. 20 abgedeckt im Kühlschrank ruhen lassen. Und den Backofen auf 250 vorheizen. Den Teig auf der leicht bemehlten Arbeitsfläche mit bemehlten Fingern ca. 3 cm dick ausbreiten, ohne ihn zu stark zu bearbeiten. Mit dem Dessertring oder Glaskreise daraus ausstechen. Teigreste zusammendrücken und erneut ausbreiten. Insgesamt 6 bis 8 Kommes ausstechen und auf ein Blech mit Backpapier setzen. AR Klammer zu, dies Kornes im heißen Backofen, Klammer auf Mitte Klammer zu, 12 bis backen, bis sie oben hellbraun werden. Danach den Ofen ausschalten und dies Kornes im geschlossenen Ofen weitere 7 bis ruhen lassen. Scharfes ST inzwischen den Dip vorbereiten, die Kapern grob hacken. Den Apfel schälen, das Kerngehäuse entfernen und das Fruchtfleisch fein reiben. Die Apfelraspel und die Kapern mit dem Sojagurt vermengen. Den Dip mit Salz und Pfeffer abschmecken. Dies Kornes aus dem Ofen.